So, herzlich willkommen zurück bei PPs Welt mit der nächsten Folge Anno 1800. Hier etwas schnell an der Maus. Wieder in unserer wunderschönen Arktis. Hier sind wir zurück. Wir produzieren hier fleißig jetzt Gas. Es ist natürlich noch nicht allzu viel mit dieser einen Gaspumpe. Ich denke, ich werde zwei brauchen, denn es braucht schon relativ lange, bis natürlich das Gas erstmal hier runter geschippert ist und von dort dann in Trelawney angekommen. Aber meine Bilanz sieht sehr schön aus. Das liegt daran, dass ich ein bisschen was getestet habe und dabei das Spiel habe einfach laufen lassen. Und zwar habe ich gar nicht viel gemacht im Spiel. Nur eine Kleinigkeit, was ich das letzte Mal in der alten Welt schon gemacht habe. Ich bin ins Kap rübergegangen und habe hier ein paar Häuser aufsteigen lassen, nicht nur zu Ingenieuren, sondern eben auch zu Handwerkern und Bauern zu Arbeitern aufsteigen lassen. Und zwar habe ich das einfach angepasst an meine Produktion, also wie viel hier frei war, hier bei den Konsumgütern, und habe sie entsprechend aufsteigen lassen. Also ich habe unten, wie ihr seht, immer noch sehr viel Platz. Ich könnte noch ein paar Bauern reinhauen oder eben auch noch ein paar Arbeiter aufsteigen lassen. Haben wir noch jede Menge Platz. Weiter oben haben wir sogar auch noch relativ viel Platz. Ihr seht, ich habe noch sehr viel Nähmaschinen übrig, ich habe sehr viel Pelze übrig, ich habe noch unheimlich viele Brillen übrig. Konserven geht auch noch was. Das heißt, wir können noch weitere Investoren hoch. Das Einzige, was ich so ein bisschen im Blick halten muss, ist der Rumkonsum, weil der ist nämlich tatsächlich enorm gestiegen. Da muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch genügend Herschipper. Das werden wir jetzt mal überprüfen. Wir gehen mal geschwindigkeitstechnisch auf normal und schauen uns das mal an. Ich muss hier gerade mal kurz einen Tropfen auf meinen Tisch wegputzen. So, da habe ich ein bisschen gesuckelt beim Einschenken. Genau, wir können noch ein bisschen was aufsteigen lassen. Und wir können einen über den Durst. Genau, wir nehmen dich mit. Und euch zwei gehen wir ganz hoch. Wir können noch mehr. Wir können hier noch welche aufsteigen lassen. Hier eins, zwei. Ich weiß, ich könnte das anders machen. Ich mache es aber jetzt gerade mal so. Euch auch noch hochjag. Und jetzt gehen wir mal in die Bilanz rein, ob das noch funktioniert. Ja, Brillen, Pelze. Sieht alles gut aus. Denn man muss ja eins bedenken. Kein Grund zu übertreiben, aber danke. Ich weiß, ich erkläre jetzt was alle anderen Spieler schon wissen. Aber ich hab da, also ich wusste es, ja. Aber ich habe da viel zu wenig drüber nachgedacht bisher. Und zwar, wenn die hier aufsteigen, die brauchen, Moment halt, wir müssen natürlich die nächsthöhere Stufe hier. Die brauchen natürlich Fisch und Kleidung weiter. Aber die wollen ja hier Wurst, Brot und Seife. Wenn man die allerdings aufsteigen lässt, dann fällt der Fisch und die Arbeitskleidung weg. Die wollen das dann nicht mehr. Die wollen Wurst, Brot und Seife noch. Wenn man allerdings die jetzt zu Investoren aufsteigen lässt, dann wollen sie kein Wurst, kein Brot und keine Seife mehr. Das heißt, es werden weiter unten wieder Kapazitäten frei. Da habe ich viel zu wenig drüber nachgedacht. Das Einzige, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, ist die königliche Steuer. Gut, ist jetzt ein bisschen gefallen, also was heißt gefallen, im Vergleich zum letzten Stream ist sie gestiegen. Wie gesagt, ich habe ich habe ungefähr eine Stunde laufen lassen, weil ich eben ein bisschen getestet habe, zwecks dem Knacken. Ich brauche lediglich die elementaren Bausteine des Lebens, okay, um meine Ideen zu verwirklichen. So, wir wollen den Rum kontrollieren. Also ich will den Rum kontrollieren und ihr schaut mir dabei zu. Wo ist er? Okay, 403. Nimmt stark ab. Ja gut, ist klar. Ich schau mal kurz in der Weltkarte, wo denn mein Rumschiff gerade rumschippert. Hier. Nein, das ist das Kaffeeschiff. Ist das Baumwollschiff? Ist mein Rumschiff, oder? Ne, Moment. Doch. Es kommt gerade wieder an. Wo kommt er hier unten? Mehr Druck im Kessel. Okay, der bringt 600 Rum hoch. Ich beobachte das mal. Naja, auf jeden Fall. Letzten Endes, ich könnte noch mehr. Ich könnte jetzt noch ein paar Bauernhäuser bauen. Viele sind es nicht. Könnte die allerdings dann aufsteigen lassen, weil hier haben wir noch jede Menge Kapazität jetzt frei.
Alternativ könnte ich natürlich auch die Produktion stilllegen, weil so viel brauche ich nun mal nicht. Aber wir sind ja jetzt fürs erste Mal wieder im Plus. 3000 plus, das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, ich kann sogar noch zwei Gebäude, zwei, drei, ja, drei Gebäude lassen wir noch aufsteigen. Hier werde ich ja dann eben ein bisschen was verschieben müssen, weil hier muss dann ein Kraftwerk rein, damit die alle auch Strom bekommen, und zwar das, das Gaskraftwerk. Ich schaue mir das gerade mal an, ich habe das noch nie gebaut, das ist für mich jetzt neu. Moment, das ist ja das normale Kraftwerk. Moment, kann ich das überhaupt bauen? Das ist jetzt überhaupt die Frage. Aha. Moment. Habe ich mir diese ganze Mühe umsonst gemacht? Also ich weiß mittlerweile, durch Zufall, ein Kumpel von mir, der spielt auch Anno, der hat die Investoren schon und der weiß, dass die Investoren Strom aus Gas wollen. Das heißt, das musste ich so oder so machen. Aber ich wollte jetzt den normalen Strom gar nicht haben, weil ich dazu ja die blöden Zuggleise in die Siedlung legen muss. Ich wollte jetzt eigentlich direkt den Strom aus Gas machen, aber ich sehe gerade, ich kann das überhaupt nicht bauen. Okay, das belastet mich jetzt ein bisschen. Kann dieses Geheimnis entschlüsselt werden? Ja, komm, machen wir das mal nebenher so zum... So zum Neusortieren. So, was möchtest du von mir? Wir haben das Enigma, indem sie auf das ein altes Volk verehrte, diese goldene Feldfrucht, die sie ernährte. Eine goldene Feldfrucht. Kartoffeln, oder? Nein. Eine goldene Feldfrucht. Eine goldene Feldfrucht. Habe ich hier angebaut. Schönen Tag auch. Kartoffeln, gut, die sind jetzt weniger golden. Paprika ist rot. Das ist tatsächlich, aber das ist ja keine Frucht. Eine goldene Feldfrucht. Ernsthaft? Klicken Sie auf ein altes Volk verehrt diese goldene Feldfrucht, die sie ernährt. Eine ihrer Inseln. Okay, jetzt bin ich. Jetzt, Moment. Hopfen ist grün. Auch keine Frucht. Auf irgendeiner Insel irgendeine goldene Frucht. Also spontan würde ich jetzt noch Apfel sagen, aber ich habe keine Apfelplantagen oder dergleichen. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich etwas überfragt. Vielleicht? Nein. Die Lager sind voll. Ja, ja, ist okay. Ich klicke jetzt einfach mal so random die Gebäude an, weil ich muss gestehen, ich weiß nicht, das Lager ist voll. Weiß nicht, was sie von mir will. Ja, das ist es alles nicht. Holz kann es nicht sein. Ist es was ich vielleicht noch gar nicht gebaut habe? Eine goldene Feldfrucht. Also ich muss gestehen, ich komme nicht drauf. Der eine oder andere mag jetzt wieder in die Tischkante beißen, weil ich es nicht rausfinde, aber... Ein altes Volk. Muss beim alten Nate vielleicht zu finden. Ich meine, es ist ja eine meiner Inseln, deswegen kann ich hier eigentlich nichts finden. Verdammt, was könnte das sein? Ich muss passen, ich weiß es echt nicht. Ich meine, ich breche die Aufgabe jetzt nicht ab. Bringt mir etwas Tee, wenn schon sonst nichts. Ja, halt die Klappe.
Ja, ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung. Müssen wir was anderes so lang machen. Ja, zurück zu meinem Stromplan. Wie gesagt, mein eigentlicher Plan war, hier kein normales Kraftwerk zu bauen. Es wird jetzt ordentlich torpediert. Kriege ich hier irgendwo noch Öl her von einer meiner Inseln? Hier. Hier gibt es noch Öl. Okay, dann brauchen wir 100 Arbeiter. Das 100 Arbeiter, das haben wir. Kriege ich das unter? Weiß nicht. Der ist zu weit weg, zu weit weg. Verdammt, ich muss hier zwei bauen. Die liegen so dämlich auseinander, oder wie? Moment, wir gehen mal so drauf. Ja, das ist tatsächlich zu weit auseinander. Ich muss hier zwei bauen. Ich muss hier eine bauen. Ja, ja, jetzt nimmt das. Okay, ich muss zwei bauen. Moment, das ist aber dämlich gesetzt. Das muss ich ein bisschen verschieben. So, dann brauche ich hier jetzt noch einiges an Stahl. Halt. Was brauchen wir hier eigentlich zum Bauen? Okay, brauche ich Stahlbeton, Fenster und normalen Stahl brauche ich auch jede Menge. Ja, hier und hier. Weil ich die ganzen Schienen jetzt bauen muss, weil jetzt muss ich hier ja hier einen Ölhafen bauen. Kann ich woanders noch einbauen? Ja gut, ich könnte hier hinten noch, aber nee, da ist der Weg ja viel, viel zu weit. Hier unten vielleicht? Ist es da besser? Ich die umdrehe und einfach straight hier runter und hier unten? Ja, aber da müssen sie auch an den hinteren Rand der... Nee, vor den Ölhafen. Aber gut, hier habe ich halt dummerweise mein Holz. Aber gut, ich kann hier entlang fahren. Kleiner Ölhafen. Können wir hier hinbauen. Holz, Stahl habe ich jetzt einigermaßen was da. So, mal hier. Und hier komme ich, doch, hier komme ich tatsächlich runter. Komme ich tatsächlich rüber. Kann das so miteinander verbinden und fahre dann halt hier rüber. Einmal hier rein und da ist halt die Frage, komme ich nee, hier komme ich jetzt nicht nochmal rum. Okay, wenn ich das Ganze hier einmal rüber schieben kann, nee, geht nicht. Gut, ich kann's unschön machen, dann geht's. Indem ich, jetzt mal, Moment, nee, das lasse ich, das muss ich stehen lassen, aber das muss ich wegnehmen. Und das muss ich auch wegnehmen. Moment, so muss ich es wegnehmen. Wenn ich nämlich jetzt mit dem hier rüber gehe und so runterfahre und mit dem hier jetzt quasi so, Moment, so. So fahre. Wie gesagt, sieht nicht hübsch aus, aber muss so sein, anders kriege ich es nicht hin. So, und hier fahren wir hier runter und hier rüber. Dann fahren wir hier mit der zweiten Bahn nach unten. Einmal komplett. Okay, Baumaterial fehlt, jetzt geht mir der Stahl aus. Hier und dann halt einmal hier rüber und hier dann eben eine zweite Linie hochziehen. Dann gehen wir aber gerade mal kurz rüber, bevor wir hier weitermachen, in die alte Welt. Denn ich habe in Capsulorni ja noch keine Werft, sondern bauen wir nämlich hier unseren ersten Öltanker.
den ich dann dafür einsetzen werde. Und dann muss ich doch... Ich habe echt gedacht, ich kann das umgehen, aber ich wusste nicht, dass ich... Hätte ich natürlich jetzt nachgucken können. Ja, ich weiß, ich gucke immer zu wenig. Ich spiele halt einfach immer. Das ärgert mich jetzt. Ich dachte wirklich, das geht, dass ich den Strom, dass ich den Gasstrom schon bauen kann. Aber nee, den kann ich erst bei Investoren bauen. Also brauche ich das Gas eigentlich gar nicht. Also gut, die Arktis war jetzt nicht umsonst, aber... Sehr schön. Beziehungen verbessern sich. Da schauen wir doch gerade mal kurz rein. 43, okay, jetzt ist es wieder auf dem Level, mit dem ich arbeiten kann. Wo man nicht direkt Angst haben muss, dass der Krieg erklärt. So, ja, wie gesagt, das ärgert mich jetzt. Die Kosten, die ich hier oben in der Arktis verursacht, die wären noch gar nicht nötig gewesen. Verdammt. Naja, gut, so ist es. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern. So, wir nehmen jetzt hier den Kollegen hier, der muss mal ein bisschen Stahl nach unten bringen und gerne auch noch Holz, Stahl, Stahl. Aufgaben-Item. Kann ich das erstmal raushauen? Sorgen Sie den Eimer mit goldbaren Perlen. Das habe ich hier eh noch nicht. Deswegen hau das Zeug mal raus. Dann habe ich mehr Platz, weil ich brauche ja unten Stahlbeton. Genau. Den produziere ich hier ja auch noch nicht. Den produziere ich ja auch nur in der alten Welt drüben. So, dann fahren wir hin. Was brauchen wir denn hierfür? Stahl und Stahlbeton. Ja, ich brauche Stahlbeton hier unten definitiv. Den brauchen wir allerdings auch noch hier als Halb- und Öllager. Machen wir hier ran. So, dann haben wir hier alles. Das Kraftwerk brauchen wir hier auf der Insel erstmal keins. So, hier brauchen wir eben, was brauchen wir für so einen Turm? So viel Stahlbeton habe ich gar nicht. So viel habe ich gar nicht hier. Ich habe, glaube ich, hier ist noch 85, nein, ich habe noch 85. Okay, ich hätte etwas mehr mitnehmen sollen. Wo ist er denn? Wir gehen mal geschwindigkeitstechnisch ein bisschen nach oben, sonst kommen wir gar nicht voran. Ja, ich hätte vielleicht mehr Stahlbeton. Aber jetzt ist er schon auf dem Weg. Jetzt machen wir es. Lass mal ihn halt zweimal fahren. So, dann warten wir jetzt kurz auf ihn und dann bauen wir mal wenigstens ein Bohr, das bisschen, ja, bisschen produziert wird. So wie halt geht. Wir bauen eine Fabrik und dann am besten die drei Bohr, also 10, 20, 30. Gut, die braucht aber auch 40. Okay, und hier brauche ich 15. Das heißt, ich kann nur zwei Bohrtürme bauen und eine Raffinerie. Gut. Was wollen wir machen? Gut, man hätte eventuell vorher gucken können. Dann hätte man es wissen können. Jetzt komm schon. Ach komm, gehen wir mal nochmal kurz hoch mit der Geschwindigkeit. So, da kommt er angedüst. Okay. Also dann raus mit dem Zeug. 1, 2, 3, 4. Holz haben wir noch genügend da. Dann kannst du gerade wieder zurückfahren. Und noch ein bisschen Stahlbeton holen. Also jetzt. Stein. Ich habe keinen Stein. Oh. Okay, auch das hätte man... Oh, ich dachte, das habe ich hier. Aber klar, natürlich nicht. Ich habe ja nur die... Dinger hier. Ich produziere es ja nicht selber. Könnte ich natürlich jetzt. Ja komm, machen wir. Machen wir einfach... Dann produzieren wir hier jetzt selber Ziegel, dann dauert es halt ein bisschen, bis die alle produziert sind, aber was ich auf jeden Fall schon mal machen kann, ich kann jetzt den Zug zu Ende bauen, also den Zug nicht, aber die Schienen. Und dann kümmere ich mich einfach oben in Crown Falls mal um das Kraftwerk und die Schienen mitten in die Stadt hinein. So, hier gehen wir rüber. So, ja, Gebäude blockiert, ist noch nicht gebaut, ist logisch.
So, okay, dann sind die Schienen jetzt mal gebaut. Wir haben zwei Linien für zwei Versorgungen. Das passt. Brauchen wir hier, wie viel brauchen wir? 25. Okay, dann können wir uns jetzt hier mal drum kümmern. Jetzt tatsächlich hier reingebaut. Bedeutet, ich muss hier ein bisschen Gebäude verschieben. Wir verschieben mal die hier. Hier hin. Eins. Zwei. Drei und vier. Mal hier hin, bitte. Nämlich, dann wird ihr eins nach unten verschoben und ihr wandert hier rüber. Ihr wiederum werdet hierhin verschoben und hierhin und hierhin und hierhin. Ich denke, so viel Platz brauche ich für das Kraftwerk. Ja. Und wo ist der Eingang? Hier. Hier passt natürlich jetzt mal synchrontechnisch überhaupt nicht hin. So, jetzt wird es sowieso ekelhaft. Das Ganze so zu bauen. Ich werde noch mehr Gebäude verschieben müssen. Außer ich nehme einen Weg komplett raus. Ich glaube, das mache ich. Wenn ich den Weg hier komplett wegnehme, und zwar von hier an. Wird das dann irgendjemanden? Ich glaube nicht. Und dann kann ich nämlich den hier. Moment, wir müssen aber hier wegnehmen. Das hier wegnehmen. Und dann könnte ich nämlich hier so den Zug durchfahren lassen. Ah, verdammt, ein Gebäude ist hier, der schreit. Dann lassen wir dich mal hier hinsetzen. Dann hörst du hoffentlich auf zu schreien. So, okay. Was ich allerdings hier vermutlich brauchen werde, ist nur so eine spontane Vermutung wahrscheinlich. Geht das denn so? Ja. Noch eine hier, ein kleines Dankeschön für dich. Noch einen zweiten, eine zweite Linie. Weil der wahrscheinlich alleine zu lang brauchen wird hierhin. Will ich das schon mal bauen? Ja komm, wir bauen das schon mal. So, wie viele Stromverbindungen hast du? Okay, relativ weit. Also alle, die es brauchen. Ja, alle, die es brauchen, kriegen's. Okay, der Strom geht sehr weit. Der geht bis hier nach außen. Alter, okay. Okay, das ist gar nicht so schlecht gesetzt. Der geht sehr weit nach außen. Also da kann ich optional auch noch einige aufsteigen lassen. Okay, jetzt brauchen wir natürlich nur... Ein Kollege hat mir eine universelle Rechenmaschine gebaut. So, ich habe es ja schon angeschlossen. Ich habe alle Züge. Das heißt, rein theoretisch... Wir haben, Moment, wir haben 1600 Öl auf Lager. Normalerweise könnte der Zug nicht eigentlich noch einen zweiten Ölhafen bauen? Nein, oder? Kann ich immer nur einmal bauen, gell? Ja. Nur eins, da steht's ja. Nur eins pro Insel erlaubt. Ja, man hat mir gesagt, ich muss mehr lesen. Moment, jetzt ist das plötzlich vom Weg... Jetzt ist das nicht mehr am Weg dran? Das war doch immer... Hä? Das war doch sonst immer angeschlossen. Okay, das ist jetzt nicht so dramatisch, weil ich hier jetzt gar keinen so einen weiten Weg habe. Moment, hier so. Ah, vier Schienen... Über vier Schienen kann ich nicht drüber gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Okay, ja, dann muss ich natürlich hier unten rumgehen. Okay, das ist auch gut zu wissen. Ich kann über vier Schienen nicht drüber gehen, wahrscheinlich auch nicht über drei.
So, dann schauen wir mal, was unser Zeitungsfreund hat. Große Unterwäsche, Mangel an Seife. Wo ist das schon wieder? In Nordrefonte. Veröffentlichen bitte. So, fährt hier einer? Oder mag da keiner fahren? Theoretisch habe ich eine Verbindung. Irgendwo was vergessen. Ja, ich habe hier ein Gebäude jetzt, das keine Straßenverbindung hat. Also wird man hier mal kurz ein anderes verschieben, nämlich dich hierhin. Damit ich dich hierhin verschieben kann und dich verschiebe ich hierhin. Gut, dann müssen wir hier halt ein bisschen Pavillons und so Zeug reinbauen. Das geht bestimmt. Das geht bestimmt. Okay. Da kommt der erste. Endlich kommt der erste Zug. Okay. Dann haben wir jetzt hier Rom. Das bringt einfach nur mehr Bevölkerung, aber keine Kohle. Schade. Dann müssen wir uns jetzt um Glühbirnen bemühen. Das bringt 35 Münzen. Das bringt... Okay, die Pelzmäntel haben mehr gebracht. Die auch Nähmaschinen. Okay, Strom erfüllt. Nur die Frage, wie lange hält das? Ist unser Schiff ist fertig geworden, glaube ich. Das müsste schon längst fertig sein. Das holen wir dann doch gerade mal rüber. Nein. Okay. Das Ding ist plötzlich nicht mehr am Weg angeschlossen. Das sagt mir eines. Die haben das durch ein Update behoben. Die haben ein Update reingehauen. Okay, über zwei Linien kann ich drüber gehen. Die haben ein Update, weil es gab ein Update, habe ich diese Woche hochgehen. Ja, tut mir leid. Die haben das in einem Fix behoben, dass die Inseln doch angebunden werden müssen. Weil das ist jetzt auffällig, weil hier habe ich ja überhaupt nichts geändert und plötzlich ist das Ding nicht mehr angeschlossen und deswegen wurde das Schiff auch nicht gebaut. Okay. Ich habe mir Patchlog nicht oder Patch Notice nicht durchgelesen. Ich habe es einfach nur, es hat er automatisch runtergeladen. Habe gar nicht drauf geguckt, was da alles so drin war, aber jetzt weiß ich zumindest einen Punkt, der da definitiv drin war. Gut. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was eine Wimmelbildaufgabe. Alltägliche Raub. Moment. Alltägliche Raubtiere willst du haben? Was sind denn bei dir alltägliche Raubtiere? Nee, finden, holen sie die Wildtiere. Wildtiere. Moment, sind die jetzt hier in den Straßen unterwegs oder, ich meine ja, oder muss ich die wieder auf der Karte suchen? Ich habe hier keine Hilfe gerade, wird mir nichts angezeigt. Ich weiß es nicht. Weil ich sehe nämlich keine auf den Straßen, keine Tiere, also werde ich die vielleicht im Wald suchen müssen. Moment, ich lese mir mal kurz die Aufgabe durch. Also dann will die sich in den Straßen der Stadt um. Okay. In den Straßen der Stadt. Vermutlich in den. Da habe ich doch einen, oder? Alle Achtung, ja. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Nein, auch nicht. Sogar schon vor den Vögeln wach. Ach Mann, das ist so normal. Du hilfst der guten Sache. Bände will auch noch eine Wimmelbildaufgabe. Ja, komm, dann machen wir mal kurz ein paar Aufgaben. Das Geld können wir auch gebrauchen. Aber normalerweise sind diese Finde, diese Tiere-Aufgaben doch so easy. Aber hier sind keine Tiere unterwegs. Also außer die sowieso animierten.
Aber so wie die Krokodile oder was da sonst immer so kreucht und fleucht. Moment, wo habe ich noch Bauernhäuser? Hier habe ich noch Bauernhäuser. Wo ist denn hier welche zu sehen? Das ist keins. Das ist so die normalen Hunde, die hier animiert werden. Kühe. Hier ist einer. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. Es war nur ein einziger, okay. Oma! Hi. Wenn du gerade da bist, Moment. Komm gleich drauf zu. So. Ja, dann sind wir hier eigentlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Die nächste Aufgabe von der Bente, die machen wir das nächste Mal. Wo ist sie denn? Ach, die ist gar nicht hier in der alten Welt. Okay. Dann ist sie wahrscheinlich woanders. Was eine Erkenntnis. Also, machen wir Schluss mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.